Alter! Das kann nicht der Ernst aus dem Autofahrer gewesen sein. Das ist so scheiße, ich hasse den Map jetzt gerade. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Bus Driver von SCF Software, published by Enno, ich weiß nicht, ob ich das sage. Wir müssen die Westminster Schleife Linie 32 noch einmal herneu fahren. Und natürlich gibt es eine klitzekleine Änderung zum letzten Mal. Dies habe ich nämlich gute Laune, bin frisch motiviert und jetzt will ich auch Bus Driver aufnehmen. Also nehmen wir Bus Driver auf. Habt ihr da links gerade das gesehen? Nein? Deswegen starte ich nochmal neu. Schaut da mal ganz links in euren Bildschirm an. Ja, da werdet ihr blinkende Dreiecke sehen. Das hat einen folgenden Grund, nämlich... interessanterweise, jetzt ein bisschen runterkommen kann ich wieder. Jetzt hier links sieht man es ganz knapp am Bus, ja da. Da waren die Dreiecke, mit denen wir nachher einfahren, weil wir enden ja auch an der Station. Links an dem Terminal, wo wir jetzt sind, da enden wir ja gleich. Ich finde meine Auffahrung gerade schon wieder genial. Man merkt, ich habe 3-4 Tage kein Bastard mehr gespielt. Trotzdem befinden wir uns immer noch in der Vorproduktion, denn ich hatte einfach unendlich Lust auf Bastard. Man hört es vielleicht auch ein klitzklein wenig an meiner Stimme, dass ich vielleicht besser gelaunt als schlechter gelaunt bin. Soll vorkommen, ist vielleicht auch ein besseres Zeichen für euch. Ich weiß aber nicht, ob ich heute mit meiner genialen Stimmung noch weitere Videos aufnehmen werde. Ich habe eigentlich noch alles. Eine Folge Transportvideo wäre vielleicht noch sinnvoll zu haben. Aber auf Transportvideo habe ich gerade ehrlicherweise recht wenig Lust. Und mit recht wenig Lust meine ich... Ja, ich weiß nicht. Ich habe einfach recht wenig Lust. Wir haben zu viel Geld in der Staffel, finde ich. Deswegen. Muss mal gucken, wie wir da weitermachen. Wir können in der nächsten Folge mal ein bisschen anschauen wieder. Und Transport für Abfolge 25, also bis 24 habe ich aufgenommen, 23 ist aktuell veröffentlicht, heute kam Factorio, also die nach der 23, ich glaube die 76 Folge Factorio, ich weiß es nicht, kann sein, muss aber nicht. Auf jeden Fall, ja, Transport Fever ist halt aktuell echt so, wir haben alles. Okay, leichter Drift war vorhanden, könnte man tendenziell so sagen. Holla, die Waldfee, da fahre ich wohl etwas zu flink unterwegs. Naja, gut, Restart. Ist alles für Ärgerliche. Ich werde hier benachteiligt. Ich weiß noch nicht genau von was und warum, aber Hauptsache erstmal niedere. Im Raumschild ist man benachteiligt. Und das kommt immer gut, habe ich gelernt. Ich weiß jetzt auch nicht wo, aber naja. Hauptsache wir fahren jetzt los. So, komm. Nicht so lange rumschnacken, einfach mal Gas geben. Ja. Wunderschön, 10 Blinkerpunkte für die Linksblinkerung. Was? Linksblinkerung? Was ist eine Linksblinkerung für ein Wort? Nebenbei, vor ein paar Folgen, wo ich den länglichen Konferenzbus zum ersten Mal gefahren bin, war es Folge 10, wegen knapp, nee, Folge 11 müsste es gewesen sein. Es waren natürlich die Rechtsabbieger-Blinkerpunkte. Wie konnte ich das denn auch vergessen? Also bitte, peinlich, ne, von mir. Diesmal nicht. Okay, die Ampel kriegen wir nicht, eindeutig. Aber was ich damit sagen wollte, ist, diesmal rutsche ich nicht. Oh, Dampflok! Also, nicht, dass ich Dampflok gesehen habe, aber hier müssen die Dampfloks langfahren. Das ist interessant zu bemerken. Achso, die haben wir jetzt gerade. Yes. Ich gucke wieder mal nach den Ampeln, weil ich will halt auch ein bisschen paar positive Punkte im Spiel abliefern. Also, ist zwar lustig, wenn man Blödsinn baut beim Fahren, aber... Das haben wir ja in der letzten Folge gehabt und ich habe extrem wenig reagiert. Deswegen habe ich ja gesagt, ich will nicht so früh, so früh abends, genau. Guten Morgen. Rechtspunkte, das ist schon besser. Ich will nicht mehr so spät abends aufnehmen, habe ich gesagt. Das habe ich natürlich auch eingehalten und deswegen nehme ich heute auch ungefähr 17 Uhr auf. Das war natürlich ganz anders drauf als am Abend. Man ist ein anderer Mensch. Nein, okay, eigentlich ist man das nicht. Aber ich wollte es sagen, weil es klingt so phänomenal, so, schade. So anders, ein anderer Mensch, ein neuer Mensch, das ist ja, denkt man gleich wieder krass, ne? Aber das ist natürlich einfach Trick der Marketinggesellschaft. Ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt auf Marketinggesellschaften komme, aber man könnte mal darauf zu sprechen kommen, dass ich in Berlin wohne. Das wissen bestimmt alle. Und in Berlin gibt es eine S-Bahn, das wissen hoffentlich die meisten. Wer das jetzt nicht weiß, der sagt's nicht. Der behält das Geheimnis jetzt schön für sich, dass er nicht wusste, dass Berlin eine S-Bahn hat, ja? Und geht ganz leise und heimlich das in Wikipedia mal nachschlagen, ja? Aber da gibt es damit nicht an, dass Berlin S-Bahn, dass ihr das nicht wusste, ne? Auf jeden Fall, Berlin hat ja eine S-Bahn. Und ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, dass in Berlin sehr viel ist, was ich nicht schlecht finde unbedingt. Aber es gibt S-Bahn-Musiker. Und da hat letztens wieder jemand was gespielt, ein Song. Ich werde jetzt natürlich nicht sagen, welcher Song, weil es dann bestimmt unter Product Placement durchgeht. Ich kenne YouTuber zwischen doch ganz gut, nach über 300 Videos und 28 Abonnenten. Wieso haben manche YouTuber nach 10 Videos, die... eigentlich nur dahin gerotzt und mehr Abonnenten. Ich meine, es gibt auch YouTuber, die haben noch 10 Views, die wirklich qualitativ hochwertig sind.
5000 Abonnenten, aber das sind dann halt qualitativ hochwertige Videos. Da will ich ja nichts gegen sagen. Aber manche Leute machen genau das gleiche wie ich, vielleicht mit etwas mehr in, Spiele, die etwas mehr in sind, kommentieren kaum noch dazu und schneiden genauso viel wie ich. Und das ist dann, naja, ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Fakt ist, oh, da war eine grüne Ampel, huch, hab ich einen mitgekriegt. Da hat wieder so ein Musiker einen Song gespielt und in dem Song, darf ich den jetzt sagen, den Song noch? Ich weiß es nicht. Ich bin mir ehrlicherweise mit den Gesetzen nicht sicher, also, falls ihr den Song noch wissen wollt, fragt einfach in den Kommentaren, weil dann ist es ja eine Frage und ich glaube, dann dürfte ich es beantworten. Weil der YouTube-Algorithmus erkennt auch niemals, dass das im Lied. Ach, ich habe keine Ahnung. Da kenne ich die Copyright-Gesetze zu schlecht, weshalb ich mal nichts sage und lieber die Klappe halte. Sicher, sicher. Fakt ist, in dem Song ging es darum, was ist, wenn Werbung nicht mehr wäre. Jetzt gebt ihr das oben in der Google-Leiste, da kommt wahrscheinlich genau der Song vorgeschlagen. Oh, welch Wunder. Mal abseits davon, dass der Typ echt gut Gitarre spielen konnte. Muss ich ja mal hier herauswerten. Herauswerten, guten Morgen. Was, warum? Oh! Oh, nö! Oh nö. Ja, na Start. Ich hab gewusst, dass ich die Ampel nicht krieg. Warum gebe ich denn noch Gas, verdammt nochmal? Warum bin ich denn auch so doof? Oh, wie lange habe ich jetzt aufgenommen? 6 Minuten, alles klar, Neustart. Scheiße. So, ich will nicht so meine Nachricht sein. Das kennt man auf meinen Bastard-Folgen ja schon genug. Ihr seht diese schöne Map halt nochmal. Ich hoffe, das ist ein letztes Mal. Aber das war gerade. 2 Minuspunkte von Ampel ist halt brutal. So 10 Blinkerpunkte oder so nehme ich mit. Kein Problem. Da muss ich jetzt keinen Neustart machen. Aber bei 2 Minuspunkten, das sehe ich dann alles noch etwas anders. Weshalb ich mich auch für den Neustart durchgerungen habe. So. Ich fahre jetzt einmal ganz kurz hier die Straße entlang. Und dann komme ich zu dem Song zu sprechen. Wo ich jetzt schon 20 Mal angefangen habe, aber nie zum Punkt kam. So. Wie gesagt, in dem Song ging es darum, was wenn Werbung nicht mehr wäre. Und das war, wollte ich einfach anmerken, weil wir gerade von medialen Hin- und Her-Konferenzen hatten. Ich hatte ja einen Spruch gesagt und wegen diesem einen einzigen Spruch habe ich gedacht, müsste ich jetzt das anmerken. Ich dachte, es wird jetzt ein Satz, wo ich kurz sage, hey, es gibt da so einen Song in der Berliner S-Bahn. Und jetzt habe ich da gerade 5 Minuten drüber geredet. Das ist ja auch wieder. So kriege ich meine Gesprächsthemen, damit ihr das wisst. Hinterfragt's nicht. Es ist einfach so, es ist ein Fakt. Es ist ein Fakt, dass ich das mache. Nee, das reimt sich nicht. Ja, scheiße. Ich kann kein Bayerisch. Ärgerlich. Ich und Fremdsprachen. Nein, also wirklich. Ja. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Um mal wieder was anderes zu reden. Hüstel, hust. Hüstel, hust, hust, hust. Ja. Ich könnte natürlich jetzt über irgendwelche Songs reden. Die ihr wahrscheinlich inzwischen alle rausgefunden habt. Oder ich rede darüber, dass ich jetzt gut bremsen könnte. Und dass man stärker bremsen sollte. Und recht spät bin. Um genau zu sein, später als zuvor. Jetzt habe ich gucken muss, ob ich die Ampel kriege. Ich gebe immer Vollgas geradeaus nur. Schaut so aus, wenn ich die Ampel noch kriegen würde. Jetzt kann es gelb werden. Ich würde sie kriegen, ja. Okay, ich habe sie auf gelb gekriegt, aber hey, damit kann ich leben. Gelb ist eine Hoffnung für mich. Weil es hatten wir vorher auch nur auf Gelb. Insofern, das passt. Das ist kein Problem. Also bitte, wer mit Gelb ein Problem hat, der soll mit Grün gar nicht erst anfangen. Wer das Gelb nicht wert, ist das. Wer das Gelb nicht ehrt, ist das Grün nicht wert, ne? Genau. Und deswegen fahre ich auch einen gelben Bus, ne? Dass ich später mal den grünen Bus fahren kann, den es nicht gibt. Ach doch, es gibt den. Der grün-blaue Bus. Fahr, 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 fahr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Knapp, kein bisschen. Alter, war das knapp, ey. Ja, ich war schon zu aufgeregt, um noch was zu sagen, außer oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fand, das war sehr treffendes Commentary. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber. Sorry, ich war 50 schnell, das Auto stand. Dann das Auto Gas geben, aber das Auto ist ja fährt ja maximal 30, um die 30 herum. Und ich hatte immer noch 35 drauf zu dem Zeitpunkt. Das ist einfach scheiße. Das schaffe ich nicht. Vielleicht hätte ich es geschafft. Ich war, ja, ich hätte es geschafft. Aber hey, ist halt so. Ist halt so. Irgendwann wird es grün. Perfekt, jetzt. Wenn ihr jetzt nur die Gegenrichtung grün gehabt hättet und wir nicht, hätte ich jetzt ein Problem, weil dann wäre ich jetzt quasi raus wieder. Weil das hätte ich wahrscheinlich auch nicht mehr bremsen können. Aber hey, ist halt so. Das war das Risiko, was man als normaler Busfahrer halt hat. Alltagsrisiko. Ich meine, jeder von euch, der das kennt, der kennt's, ne? Was war das doch für ein Spruch? Jeder, der es kennt, der kennt es. Ach so. Höchst interessante literaturische Meisterleistungen hier. Linguistische Meisterleistungen hier von Marvin. Nicht.
Ich möchte nebenbei einmal anmerken, dass der Bus ein Ingolstädter Kennzeichen hat. Ich weiß nicht, warum ich es anmerken möchte. Ich möchte es halt, ja. Lass mich doch auch mal meine Sachen wollen, wenn ich so will. Wie ich das jetzt versuche. Okay, zwar nur auf Gelb. Aber gekriegt ist gekriegt. Will mich gar nicht mehr beschweren. Da will ich mich gar nicht beschweren. So. Hier nochmal 10 Blinkerpunkte mit. Und fahren auf die nächste Haltestelle zu. Mit einer echt geringen Verspätung, um ehrlich zu sein. Man hört schon wieder einen Helikopter hier. Das gibt's ja gar nicht. Ich meine, so viel Helikopterverkehr kann ja gar nicht sein. Ich meine, wenn es dann so weitergeht, kann man ÖPNV hier einpacken und einen Helikopter-ÖPNV aufmachen. Ist halt so. Meine Güte, Helikopter, 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 Copter, Heli. Meine Güte, ey. Welche Nummer ist der Helikopter? Naja, andere Geschichten. Ja, rote Ampel. Das ist zwar keine Nummer, sondern ein Zustand. Noch kein Helikopterzustand, sondern ein Ampelzustand oder ein Verkehrshinderniszustand, um es mal etwas anders zu definieren. Aber es ist leider die Wahrheit. Ja, ja, die Wahrheit kann traurig sein. So. Es gilt, links rumzufahren. 20 Punkte zu kriegen, weil ich richtig geblinkt habe. Guter Blinker-Einsatz plus 20 und danach nochmal guter Blinker-Einsatz plus 10. Also das Gegenblinken, wie ich es mal vor ein paar Folgen genannt habe, das macht wirklich Sinn, wie man sieht. Der Mann kriegt man regelmäßig 10 Blinkerpunkte. Man merkt, dass ich heute richtig in einer quassellaunigen Laune bin. Das ist ein Spruch auch schon wieder. Daran allein an dem Wort quassellaunige Laune merkt man schon wieder, dass ich heute in einer quassellaunigen Laune bin. So, ich will mal ganz kurz gucken, ob ich aufnehme. Ja, nehme ich. Es ist ja wunderbar. Wenn sich jetzt noch die Passagiere in meinem Bus bequemen würden, dann wäre das ja noch besser. Und hey, ich habe die Ampel sogar auf grün gekriegt. Das hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. So, wir haben da grün da drüben. Jetzt geht's auf rot. Alles klar, kein Problemo. Nun quasi gucken, wenn unsere Gegenspur grün hat. Dann haben wir auch grün. Und zwar in 3, 2, 1, go. Genau, perfekt. Richtig abgeschätzt. Sehr gut. Auch wenn das 3, 2, 1 vielleicht nicht ganz im Takt war, aber sind wir hier auf einem Musikchannel, wo es um Takte und Rhythmen geht? Nein, sind wir nicht. Wir sind auf Logikeros. Da geht es vielleicht maximal darum, mit Takt irgendwo gegenzufahren. Nämlich mindestens einmal pro Folge ist der Takt. Auch da habe ich große Taktabweichungen. Und wo wir schon beim Takt sind, ja, unser Takt. Ich weiß noch nicht, wie häufig diese Buslinien kommen, aber unser Fahrplan, welcher mit Takt ja recht schnell in einen Herd verbunden wird, da der Takt meistens auf dem Fahrplan durch Zahlen gekennzeichnet ist. Unser Fahrplan hat eine sehr kritische Situation derzeit. Was ich gar nicht gutheißen kann. Helikopter! Da drüben. Ich weiß nicht, warum ich es anmerken wollte. Ich wollte es halt. Lass mir nochmal meinen Spaß. Ich sehe eine Ampel. Und ich sehe eine Haltestelle vor der Ampel, wohlgemerkt. Letzteres erfüllt mich mit fröhlichem Stolz und juhu. Und wir müssen nicht bremsen. Also, schon, aber nicht vor der Ampel. Wenn wir das jetzt gut hinkriegen, steigen die Leute ein und aus und dann kriegen wir immer noch die grüne Ampel. Ich sage, wenn wir das gut hinkriegen, nicht, wenn wir es verkacken. Oh, war knapp. Okay, die Ampel war zu extrem. Also die Ampel ist ja super lange grün. Nanu. Ich wusste nicht, dass Ampeln so lange grün sein können manchmal. Aber das war gefühlt schon extrem knapp. Weil ich halt zurücksetzen musste erstmal. Und man merkt schon immer, wenn sowas passiert, dann bin ich schon so angespannt, dass ich gar nicht mehr reden kann. Was natürlich eine Problematik ist. Aber Problematik hin und her. Ja, jetzt fahren wir ja gerade ganz gut. Über uns war eine Brücke, die nicht eingezeichnet ist. Interessant, obwohl es eigentlich nach einer Straßenbrücke aussah, genau wie hier. Aber da kann man offenbar nicht rüberfahren. Und dann sitzt es auch nicht eingezeichnet. So. Das Bus fährt man natürlich auf der rechten Straßenseite. Das kennt man ja wohl. Der fährt jetzt. Ich fahre langsam. Ich sehe die Ampel nicht. Ich hätte es zwar geschafft, wenn ich Vollgas gefahren wäre, aber hey. Dann ist das halt so. Beschwert euch doch. Ich glaube, so ist es sicherer und ich will diese Map einfach nicht nochmal fahren, um ehrlich zu sein. Hab darauf keine Lust. Deswegen tue ich auch gerade alles, um das nicht machen zu müssen. Zum Beispiel halt hier extrem vorsichtig fahren. Habe ich halt jetzt 20 Sekunden mehr Verspätung. Okay, meine mehr oder weniger fast schon perfekte Verspätungsbilanz. Die ein bisschen... Okay, vorhin, zwei Haltestellen davor, sage ich noch, wir haben eine sehr kritische Fahrplansituation. Jetzt sage ich fast perfekte Verspätungsbilanz. Man merkt, ich weiß, was ich will. Nicht. Aber egal. Inzwischen ist die nicht mehr ganz so perfekt, gebe ich zu. Freilich.
Aber wir werden durchkommen. Irgendwie. Ich weiß nur nicht so ganz wie. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt heißt es erstmal fahren. Und zwar schnell. Das ist die Devise hier. Ja. So. Und jetzt biegen wir rechts ab. Oder, was heißt, wir biegen rechts ab? Wir biegen auf die rechte Spur. Und sehen eine Dampflok mit großer Bravour. Okay, das war jetzt echt kein guter Reim, gebe ich zu. Das war aber eine sehr gute Bremsung, muss man zugeben. Wer das nicht zugibt, der hat keine Ahnung von dem Spiel. Okay, das war jetzt ein bisschen arg herauslehnt, gebe ich zu. Aber wir haben Verspätung gemacht. Das muss ich zugeben. Das gefällt mir gar nicht. Auch ehrlich zu sein, weil hier vorne sehe ich eine grüne Ampel, die werden wir never ever schaffen. Das heißt, ich bremse jetzt auch schon wieder. Ich will einfach nur noch gegen jede Wand fahren auf der Welt. Alles klar, nehmen wir wenigstens die grünen Ampelbonus mit. Haben wir nur 170 Minuspunkte gemacht. Okay, eigentlich haben wir 200 Minuspunkte gemacht, aber immerhin nicht 230, indem ich auch noch die grünen Ampel danach ausgelassen habe, sondern die habe ich immer mitgenommen. Das ist ja. Von dadurch haben wir jetzt auch noch echt viel Zeit verschwendet. Ach, das kotzt mich schon wieder an. Das ist ja scheiße. Jetzt kann ich ja eigentlich neu starten, weil das ist verloren. Ich will jetzt die Tür zumachen. Jetzt will ich Minuspunkte. Jetzt sagst du, ein Teil mir sagt, jetzt komm, jetzt schmeiß weg, krieg Minuspunkte. Das ist eh alles egal. Aber da vorne ist die vorletzte Haltestelle. Da werfe ich jetzt nichts mehr weg, ehrlich. Habe ich jetzt gar keine Lust mehr drauf. Andererseits habe ich auch gar keine Lust mehr auf das Map jetzt zu Ende zu fahren. Ich habe jetzt einfach Lust nur noch, ach, Spiel auszumachen. Das war immer so ärgerlich, wenn man so spät dann über eine Ampel fährt. Die Ampel war aber auch tricky, muss man dazu sagen. Typisch, ich mache einen Fullstop und danach geht's los. Alter. Das kann nicht der Ernst von diesem Autofahrer gewesen sein. Das kann einfach nicht sein Ernst gewesen sein. Wieso lenkt diese Kiste eigentlich gar nicht? Ich meine, ich habe mehr Verspätung als beim letzten Mal. Was ist das für ein Scheiß? Ich habe 160 Punkte weniger halt an Strafen. Nee. Komm, ich weiß gegen das Gerüst. Nee, will ich. Das wäre jetzt alles egal. Diese Map ist so scheiße. Ich hasse diese Map jetzt gerade. Ich meine, ich bin zu spät. Was soll ich machen? Ich habe alles kaputt gemacht, was man machen kann. Nach der Ampel war das Spiel eh durch. Ich gebe jetzt einfach Vollgas. Ja, komm, es ist grün. Wenn ich hier am grünen Ampel sehe, krieg's mir so egal. Hier ist einfach rot mit. Das ist, komm, scheiß drauf. Spiel ist durch. Ich krieg so noch eine grüne Ampel. Das ist jetzt noch richtig. So richtig aus Arroganz gibt mir jetzt noch einen grünen Ampelpunkt, ja? Weil das Spiel denkt, huh, fährt man richtig. Weißt du was? Am Arsch. Ist mir jetzt so egal, wie man richtig fährt. Ich will jetzt aufhören und dann mache ich Video auch aus. Schlechte Laune für den Tag. Gute Laune für den Tag ist vorbei. Ehrlich. Wie soll man das Spiel gut gelaunt bleiben? Bei dieser Map. Dafür hat die so gut angefangen. Auch das Commentary war so perfekt, die ersten Minuten. Dann kommt das einfach nur als Schrott. Scheiße. Ja. Das sehe ich nicht ein, dass ich um so viele Punkte besser bin. Aber da werde ich nie wieder was tun. Diese Map ist durch für mich. Ganz ehrlich, ich hasse die Map jetzt schon. Die ist richtig schrecklich. Meine Güte, jetzt haben wir 18 Minuten. Mal gucken, ob wir noch irgendeine kurze. Ich will nicht rein. Ich bin nicht reingetappt. Okay, eigenartig. Die Map würde zu lange dauern. Und die Map würde... Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Folge. Ist gleich auch besser. Ich bin gerade etwas angesäuert. Habt noch eine schöne Zeit und lasst mich einfach in Ruhe. Tschaußen. Oh Mann, ich hätte 8000 Punkte schaffen können. Ohne diese dumme Verspätung. Und weniger versprochen. Nee. Naja, egal. Tschüss. Ach, scheiße. Vor allem, ich muss bedenken, diese Punkte, die waren nicht mehr viel. Ich meine, Verspätungspunkte sind 500 Punkte von 8000. Das ist nicht viel. Da hätte ich mal ein paar Sekunden spät kommen sollen, lieber. Auch diese rote Ampel war so dumm. Danach war einfach vorbei das Spiel. Danach hatte ich auch keinen Bock mehr. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß in der Folge. Bis zur roten Ampel fand ich es auch sehr, hat mir auch selber sehr viel Spaß gemacht. Danach war einfach nur noch alles vorbei. Habt noch eine schöne Zeit. Tschaußen.